Moin zusammen! Wusstet ihr, dass es mitten in Stuttgart Wasserfälle gibt? Ich bin heute unterwegs zu den Heslacher Wasserfällen und werde euch ein bisschen die Location zeigen und natürlich auch ein paar Bilder machen. Viel Spaß! Die Wasserfälle liegen, wie es der Name schon sagt, im Ortsteil Heslach. Hier kommt ihr entweder mit dem Auto oder auch mit den Öffentlichen her. Ich verlinke euch auch einfach mal den Ort auf Google Maps und stelle den Screenshot hier ein. Dann könnt ihr schauen, wie ihr hier am besten hinkommt. Ja, wenn ihr dann angekommen seid, dann lauft ihr einfach hier an der Straße entlang und dann geht es hier gleich links mit einem rechts unscheinbaren Weg den Buckel runter. Und da sind dann auch die Wasserfälle. Ja, wie ihr seht, hier sollte man tatsächlich wirklich gutes Schuhwerk anhaben, weil hier geht es dann schon recht ordentlich runter. Also ich glaube auch, wenn man hier direkt nach dem Regen unterwegs ist oder auch wenn es ein bisschen glatt ist, das sollte man wahrscheinlich lassen. Weil hier geht es wirklich richtig steil runter. Hier sieht es auch teilweise wirklich ein bisschen aus, ja, wie im Schwarzwald oder wie im Schwäbischen Wald, wo wir vor ein paar Wochen unterwegs waren. Heute geht es eigentlich, ist ein bisschen matschig, aber ja, man kommt hier noch recht ordentlich und gut runter. Ja, wie ihr seht, hier sieht es echt richtig, richtig wild aus. Hier geht es überall so Treppen runter, hier ist so ein Stollen. Und ich finde, man fühlt sich hier überhaupt nicht, als ob man mitten in einer Großstadt ist. Und wenn man die Treppen dann runtergegangen ist, dann ist man eigentlich auch schon am Ziel angekommen, weil da unten sind auch schon direkt die Wasserfälle. So, jetzt sind wir unten angelangt. Ihr hört es wahrscheinlich schon im Hintergrund, hört sich tatsächlich auch schon nach Wasserfall an. Ich muss jetzt mal gucken, oh, hier geht es Treppen runter, dass es mich jetzt hier nicht reinschlägt. So. Ich werde jetzt gleich mein Stativ aufbauen, meine Kamera aufbauen, mal schauen, wie lange ich hier belichten kann, ob ich ND-Filter nutzen muss und dann ein paar Bilder machen. Kurze Info noch zu den Wasserfällen. Meines Wissens sind die nicht natürlich, sondern sind vor ein paar hundert Jahren entstanden, weil das Ganze hier als Wasserversorgung für Stuttgart gedacht war. Ich habe jetzt meine Kamera aufgebaut und wie ihr seht, habe ich so ein spezielles Stativ am Start. Das ist so ein Holzstativ, das hat keine Mittelsäule, dadurch komme ich wirklich relativ nah an den Boden heran. Ich könnte sogar hier noch weiter runter gehen, das brauche ich aber gar nicht. Aber dadurch bekomme ich hier wirklich eine tolle Perspektive mit viel Wasser im Vordergrund. Hier ist es auch tatsächlich so dunkel, dass ich nicht mal einen ND-Filter einsetzen muss, weil ich möchte nachher so das Wasser so neblig, so verwaschen darstellen. Das bekomme ich nur durch eine Langzeitbelichtung hin. Aber wie gesagt, hier ist so dunkel, da habe ich 5 Sekunden Belichtungszeit. Allein nur, wenn ich den Polfilter gleich reinstecken werde. Den Polfilter deshalb, weil ich damit die Reflexion im Wasser reduzieren kann. Ich habe vorne nur noch einen Verlaufsfilter drauf gemacht, weil wir da oben so einen Punkt haben, wo die Sonne reinscheint und den möchte ich nicht überbelichtet haben. Deswegen habe ich vorne den Verlaufsfilter reingesteckt, damit der obere Bereich ein bisschen abgedunkelt wird und damit das Bild nachher perfekt belichtet ist. Und jetzt würde ich sagen, machen wir ein paar Bilder. So, ich bin jetzt noch ein paar Meter weiter hochgegangen und sitze quasi mitten im Wasserfall auf so einem Felsen. Ich werde jetzt noch den größten von diesen Wasserfällen mitnehmen. Der ist quasi direkt vor mir. Dazu werde ich mein Stativ aufbauen, meine Kamera. Und dann schauen, mit welcher Brennweite ich den Wasserfall am besten in Szene setzen kann. So, der Aufbau war jetzt deutlich schwieriger, als ich dachte. Ich filme euch das jetzt hier mal ab, wie das hier aussieht. Also ich habe das Stativ wirklich quasi in den Felsen reingegraben. Und hier sieht man eigentlich auch ganz schön, wie wichtig es ist, dass man, ja, dass man ein stabiles Stativ hat. Denn wenn jetzt hier irgendwas wackeln würde, wenn der Stativkopf irgendwie in irgendeiner Form instabil wäre, könnte ich das Bild so in der Form gar nicht machen. Auch nochmal ein Hinweis grundsätzlich zu Stativen. Ich habe auch mittlerweile 3 Stative. Also ich hatte vorhin ja mein kleines Holzstativ im Einsatz. Ich habe noch ein großes Holzstativ, das wirklich extrem massiv ist. Und eben dieses Carbon-Stativ, ja, für Wanderungen und eben dann, wenn ich leichtes Gepäck brauche. Aber alle 3 Stative sind wirklich bombenfest, stabil, dass sie auch meine große Kamera tragen. Und auch noch was ganz Witziges, das filme ich euch gleich mal ab. Ich habe ja hier den DJI Pocket 2 dabei. Und der hängt ja an so einem Gorilla-Pod dran. Und ich habe jetzt wirklich diesen Gorilla-Pod an einen Baum, an so einen Baumstumpf dran gepackt. Und ich bin wirklich selber überrascht, dass das so hält, wie ich das gemacht habe. Aber wie gesagt, auch der Gorilla-Pod wirklich, wirklich überraschend gutes Teil. So, ich bin jetzt wieder auf dem Rückweg. Und ich habe noch ein paar Tipps für euch. Zum einen, ganz wichtig, zieht auf jeden Fall festes Schuhwerk an. Also ich denke, das Schild, das wir am Anfang gesehen haben, das steht hier nicht umsonst. Dann würde ich euch empfehlen, eher unter der Woche herzukommen, weil am Wochenende ist hier wirklich viel los. Und wenn ihr wirklich so Wanderfans seid und wirklich gerne viel lauft,
dann solltet ihr das Ganze in eine große Tour mit einplanen, weil hier ist man circa nach 15 Minuten, würde ich sagen, durch. Also man kann hier einmal vorbeilaufen, einmal über so eine kleine Brücke und dann war es das auch. Aber ich denke, alle, die aus der Umgebung hier kommen oder auf Besuch sind, sollten es mal gesehen haben, weil es schon so ein kleines Highlight. Also Wasserfall mitten in der Innenstadt, ja, das ist schon was recht Seltenes und ich finde es auch wirklich cool hier und wirklich schön. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da und folgt unserem Kanal. Und ansonsten, wir sehen uns.